Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, immer noch mit dem Megaterhorst. Jo. Hast du mich gerade Megaterhorst genannt? Ja. Heißt du so nicht? Okay. Nee, ich bin nicht so draußen in der Sonne, sag ich mal, ne? Boah, Stage 14 ist schwierig. Ach, ich bin immer noch bei Stage 9 oder so. 13 Minuten noch. Mhm. Boah, jetzt kommt endlich mal eine andere Map und dann ist es das Arowana Center. Ich hasse das Arowana Center. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Da kann man echt scheiße nur kämpfen. Ja. Scheint wohl so, dass ich schneller bin als du. Jetzt muss er wissen, wie ich. Bin direkt hier vorne hingekommen, dann kommt der Space Blade wieder an und spammt seinen Scheiß. Ich mag den nicht mit seinem Pinsel. Oder Spaß und Plays. Der Typ dort vorne, der dich gekillt hat, ne, der ist kurz stehen geblieben, genau da, wo du gestorben bist. Ja. Und dann ist er zu mir hingekommen und hat mich getötet. Wie auch immer er das geschafft hat. Ich bin gesprungen, der hat mich unmöglich getroffen. Wir sind hier in der Basis, sind die, ne? Ja, ich seh's. Der Typ hat mich schon wieder getroffen und mich wieder erledigt. Hier kann ich wieder keine Punkte machen, so wie eben. Eben hatte ich ja vor 700 Punkte. Ja, irgendwie müssen wir mich nach vorne bekommen. Ansonsten wird das hier nichts. Du kannst versuchen, hier über die Ränder zu schwimmen. Nee, ich hab mich gerade einfach durch einen Teamkameraden nach vorne geportet. Ja, so kann man es auch immer machen. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Warum haben die das Team Ferno direkt hier bei sich reingesetzt, wo die eh schon alles in Blau haben? Vielleicht wollten sie ein paar Gegner töten. Da war nur ich. Vielleicht wollten sie dich töten. Größte Bedrohung lieber direkt ausschalten. Dann hätten die vielleicht genau auf mich schießen sollen und nicht irgendwie in die Wand neben mir. Ich bin gerade genau in deren Lager reingekommen und hab da alles gemacht. Cool. Sehr effektiv. Genau vor deren Spawn. Ja, da konnten sie sich jetzt nicht mehr gegen wehren. Ich wäre mir da nicht so sicher. Okay. Ich hab mir da eben noch einen Kampf mit einem geliefert, aber der hat's noch überlebt. Wo könnte er denn zwei Japaner liegen? Eventuell. Obwohl, der Japaner ist aber schlechter. Oder vielleicht mögen die auch einfach nur ihren Namen so schreiben. Ja, oh, das stimmt. Muss ja nichts Japaner sein. Kenne ich auch Leute, die das gerne machen. Ich hab gar keine Ahnung, wie mein Name in Kanji aussehen würde. Kann man meinen Namen überhaupt in Kanji schreiben? Gibt's bestimmt eine Website für. Na ja, mal schauen. Wie? Megateur aus den Kanji. Sieht bestimmt bescheuert aus.
Danke, ich bin durch den Seestern nach unten gefallen. Ja, die Seesterne sind fies. Aber wenn man sie halt richtig mitnimmt, kann man damit schnell vorankommen. Am Ende kriegst du einen super Boost. Wenn man den gerade verliert, dann springt man übelst hoch. Oh. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Das ist mir schon passiert. So, jetzt bin ich in Stage 12. Ich dachte zuerst immer, diese ganzen Quallen, Fische, Seesterne wären Gegner. Ich bin einfach direkt reingesprungen. Da kommen bestimmt noch Gegner. Und Stage 13. Da ist wieder Eis drin. 7 Minuten noch. Und mal wieder die BK-Bahnstation. Mal wieder. Aber ich bin mit den Japanern zusammen in einem Team. Wow. Wir haben auch einen Japaner hier. Und ihr seid die Farbe grün, Brokkoli. Ja. Wie viele Farben gibt es hier in dem Spiel eigentlich? Da bin ich mir bis heute nicht sicher. Hier sind 6. Oder 8. Könnte ich mir vorstellen. Oh. Ich hab den noch abgeschossen. Nein, das war's nicht mal du, den ich da getötet hab. Ich hab gedacht, das wärst du. Dann habe ich bemerkt, das ist ja ein Typ. Wie auch immer er das schon wieder geschafft hat. Ich habe aber gerade in dem einen Leben, das ich gehabt habe, 333 Punkte geschafft. Ah, das ist auch nicht schlecht. Indem ich einfach nur nach vorne zu euch geflasht bin. Direkt in euer Lager rein. Ach, du warst das. Natürlich war ich das. Wer glaubst du denn sonst würde da direkt bei euch reingehen? Meine Leute doch nicht, das brauchst du auch selber nicht. Ja, das stimmt. Meine Leute schießen lieber hier direkt in der Mitte alles ab oder so. Ich bemerk's gerade. Die schießen noch auf die unten. Ja, ich schieße immer direkt vorne bei euch alles ab, weil es da effektiver ist. Wo ich jetzt gerade noch hier in der Mitte gerade am Laufen bin. Double Kill. Hab ich gerade 2 Leute einfach weggenommen. Als Preis habe ich mein Leben gegeben. Wieso schießen die einfach in die Wand? Da macht der Team Ferner doch gar keinen Sinn. Was soll denn das? Da wirft einer die ganze Zeit nur Bomben. Dich habe ich noch gar nicht gesehen. Du hast mich aber schon mal getötet. Mann. Okay, ich habe dich gerade gesehen, glaube ich. Hauptsache, Team Ferno könnt ihr noch einsetzen, ne? Ja. Obwohl du gestorben bist, ne? Fair. Richtig fair. 4 Minuten noch. Dann werden wir ja sehen, ob ich dann schneller hochladen kann. Es kann gar nicht sein. Guck mal, wie viel ich gekillt habe. Also wenn man bedenkt, dass jedes Teammitglied von uns ja 300 Punkte weniger eigentlich hatte, war euer Team eigentlich in allen Punkten besser. Außer bei mir jetzt, aber... Und vor allem... Vor allem in meinem Team waren 2 Leute drin, die haben nicht mal jemanden gekillt. Okay.
Das waren beides die Japaner. Ich glaube, das sind Pazifisten. Vielleicht sind es ja Buddhisten. Sie befolgen den Weg des Friedens. Ich bin direkt zu euch rübergegangen und habe euch niedergemacht. Los wieder! Wo ich es hier sogar noch schlechter kann, weil ich da von allen Seiten abgeschossen werden kann. Immerhin einen schon mal erledigt. Der mich auch erledigt hat, obwohl der andere auf mich geschossen hat. Sag mal. Was macht mein Team eigentlich? Unser gesamtes Gebiet ist einfach noch komplett uneingefärbt. Ich sehe es. Die versuchen wahrscheinlich meine Taktik. Ich meine, klar, es ist wichtig, sich um den Gegner zu kümmern, aber man sollte zumindest so ein bisschen was auf dem Weg mitnehmen. Ich mache immer eine gerade Streckung, die befolge ich dann. Ja. Ich nehme halt immer einen anderen Weg. Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ich war hinter einer Wand. Der Japaner hat mich abgeschossen. Ich dich einfach nie sehen. Egal wo ich hingehe, ich sehe dich nie. Ich kann übrigens gerade keine Farbe ändern. Klingt auch sehr fair. Ich bin einfach schon tot und kann deshalb keine Farbe mehr ändern. Wer weiß. Spawn Camper. Ich bin gerade durch eine Wand geflogen. Okay. Sind da vorne ganz zweimal an dieselbe Stelle ein Team. Ihr habt gerade zweimal an dieselben Stelle ein Team Ferno abgebrochen. Ich hab's gesehen. Naja, wir haben uns nicht abgesprochen, das kannst du mir glauben. Und der Typ, der hat gerade drei Granaten auf einmal geworfen. Japaner. Was auch immer mich da getroffen hat. Mine. Das hat mir aber keinen Schaden gemacht. Wie ich gerade alles in meinem Weg niederschieße, ey. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen und ich glaube, euer Vorstoß am Ende hat echt nochmal den Sieg gebracht. Wie viel habe ich gerade gekillt? Alter, ich bin der Beste, ich hab 7 gekillt. Nicht schlecht. Aber warum lauft ihr denn auch alle in einer Reihe? Keine Ahnung. Da muss ich einfach nur nach vorne schießen. Das sah richtig bescheuert aus. So, kommen wir denn jetzt endlich mal wieder im Team? Nein. Toll. Also wäre das hier COD, dann wäre ich besser. Ja. Denke ich mal, weil dann würde es ja um die Kills gehen. Kumpel von mir hat heute Nachmittag gesagt, wäre das hier Uncharted, wäre besser. In Uncharted bin ich auch gut im Multiplayer. Haben wir das nicht gespielt, als wir was? Keine Ahnung, haben wir was fürs nächste Mal? Da war ich schon Prestige 2, glaube ich. Das kann man 5-mal machen oder so. Ich
habe einfach schon wieder 200 Punkte, weil ich hier nur rumlaufe. Und nach vorne schieße. Denn es macht einfach mehr Sinn, geradeaus nach vorne zu schießen, als auf den Boden. Dich nicht mit mir an! Cool. Muss mal cool spammen einfach. Cool, 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 cool. Sehr cool. Echt sehr cool. Denk mal, das war's gut gerade. Und das warst du auch. Wie hast du mich jetzt so schnell erledigt? Ich habe einfach in deine Richtung geguckt und hab dir einen Headshot gegeben. Hab 3 Schüsse gebraucht. Wie bist du so schnell wieder an die Stelle gekommen? Gesprungen. Man respawnt aber nicht so schnell. Ich habe eine Respawn-Zeit von 3 Sekunden. Ich habe irgendwie zweimal, dass ich schneller respawne drauf. Ich war schon tot und konnte noch schießen. Immer dieser Agi. Warum folgt er uns immer? Wirklich, in jedem Spiel von uns ist der drin. Echt? Ja, schon die ganze Zeit. Und immer bei uns als Gegner, also bei mir als Gegner. Der hat wohl was gegen mich. Aber diesmal habe ich nicht so viel gekillt. Schon wieder dieser Archiv. Ich mag dich nicht. Ich hasse dich. Und das warst du. Ja. Und das war wer auch immer. Das war mehr als unfair, glaube ich. Einfach zweimal an dieselbe Stelle. Diesmal bin ich aber auch nicht bis hinten hingekommen. Hätte natürlich einen Vorteil gebracht. Also du siehst mal wieder den Unterschied. Ja. Zwischen dem Besten und mir. Hat nicht viel gefehlt. Übrigens ist jetzt die Verarbeitung abgeschlossen. Okay. Merkt man schon Unterschied? Eigentlich nicht. Nö, bei mir dauert es noch 28 Minuten. OBS, wo bist du? OBS, wo bist du? Was Hallo? Ist das für ein Song? Ich glaube, ich habe gerade OBS geschlossen. Doch, da ist es noch. Ich hab's nur irgendwie minimiert. Und jetzt bin ich in Stage 14. Na, ich bin immer noch Stage 9. Das ist doch jetzt einfach das Spiel. Ja. Och nö. Mag dich nicht, Arowana Center. Wir sind in dem Team. Oh. Alles klar, los geht's. Wir sind in einem Team mit Epic Silas. Wir können nur gewinnen. Ich schick mal schon mal eine Ink Strike vor. Wah, wah. Schon wieder Ahi. Ich hasse den Typen. Wenn du das jemals siehst, Ahi. Das ist scheiße. Ich habe Internetprobleme. Yep, Fehler bei der Datenübertragung. Na gut, wir sind sowieso bei 20 Minuten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Jo. So, jetzt werden wir hier fahren.